Wir befinden uns hier in unserer mobilmedizinischen Versorgungseinheit oder auch kurz MVE oder wie sie in der Bevölkerung bekannt ist, eine mobile Arztpraxis. Diese mobile Arztpraxis ist ein Konzept des DHK-Bundesverbandes. 4 Stück von diesen Einheiten gibt es insgesamt. Ausgestattet sind sie mit 4 Bereichen. Wir haben einmal den Arztraum als Sprechzimmer, wir haben eine Rezeption, wir haben ein Behandlungszimmer und einen Personalaufenthaltsraum. Die Möglichkeiten sind hier wie in einer normalen allgemeinen Arztpraxis. Wir verfügen über Sonographie mit Linear- und Konvex-Schallsonde. Beide sind nachher in der Lage, entsprechende Bilder herzustellen. Diese Bilder können ausgedruckt werden oder können als Datei direkt dem Patienten mitgegeben werden. Wir können EKGs schreiben, diese auch gleich analysieren lassen mit einer entsprechenden Interpretationssoftware. Andere diagnostische Mittel, die zur Verfügung stehen, sind Otoskope, Dermatoskop, aber auch ein Ophthalmoskop oder auch Stethoskope, wie man sie kennt aus der Hausarztpraxis. Neben unserem Sprechzimmer haben wir auch einen Behandlungsraum in den MVEs. Diese verfügt über die Möglichkeit, leichte chirurgische Eingriffe vorzunehmen. Die haben wir auf Mehrwegbesteck bewusst umgebaut, damit wir in größeren Einsatzlagen, wo auch Infrastruktur zerstört ist und damit Lieferketten logistisch beeinschränkt sind, diese Sachen immer wieder aufarbeiten können und nachher unseren Patienten und dem behandelnden Arzt immer zur Verfügung stellen können, nach entsprechendem Bedarf. Die MVEs haben darüber hinaus auch ein Labor, welches bis zu 22 Blutparameter messen kann, von Elektrolyten bis Entzündungswerten in der Leber, im Herzen, können wir diese alle erfassen und nachher eben gespiegelt an den Patienten weitergeben oder in die Krankenakte einpflegen, die wir selber an jedem Arbeitsplatz in der MVE auch entsprechend pflegen können. Eine Besonderheit ist die Wasserversorgung in den MVEs. Die wird vielfach gefiltert, neben einem Feinfilter, Aktivkohlefilter und UV-Filterung sind daneben Wasserhahn nachher nochmal ein paar Wasserfilter angebracht. Die ermöglichen uns, sollte in der Leitung nochmal irgendwelcher Schmutz gewesen sein, ist auch hier der letzte Rest weg und wir kriegen einfach klares, sauberes Wasser, mit dem wir auch Wunden problemlos ausspülen können. Die Technik selber kommt aus der verwandten Hilfe.